Ich habe einen Zauberhut. So. Dann haben wir jetzt, ich glaube, waren es 4 Leute? Ihn haben wir fertig. Den haben wir noch nicht. Ihn auch noch nicht. Ihn haben wir fertig. Sind 2. Sind 3. 4. 5. Okay, 5 Charaktere haben wir fertig. Das dauert bei der noch. Gut, welche Aufgabe jetzt? Freut mich, dass es auch mit dem Rost da rumschmeckt. Ich hoffe, es reicht auch. Ansonsten kannst du meins noch essen. Hab ja auch noch eine kleine Mini-Portion. Heute esse ich ja eh nur Brot. Also nur wenn es nicht reicht, weißt du. Sind ja ein paar Nüdelchen angebrannt. Du kannst du Weiß auch gerne noch essen. Ich habe für morgen auch noch mehr als genug. Jo. Ich weiß gar nicht. Wen hatten wir denn als letztes dann noch? Nee, alles gut, alles gut. Noch nicht, noch nicht. Meeresfrüchte-Salat. Meeresfrüchte-Platte. Okay, wir kümmern uns einmal um die Meeresfrüchte, glaube ich. Oder um Mutter Gotel. Oder mit Wally. Wir meinen erstmal Wally. Und du kannst erstmal. Oh, hallo, Schatz. Verschwinden. Worauf wartest du noch? Los! Und dann suche ich. Mini geht, glaube ich, auch. Mit ihr habe ich, glaube ich, auch die Gartenfähigkeit, ne? Gut, dass du hier bist. Ja. Wie süß! Dann. Kommst du einmal mit hier runter? Dann zäune ich euch einmal kurz ein. Geht schneller. Nein, sie steht nicht ganz drin. Oh mein Gott. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Jetzt. So. Als erstes da hinten. Müssen wir jetzt einmal ernten. Gibt Geld. Ich hoffe, es regnet noch ein bisschen. Kann ich nämlich gleichzeitig noch einpflanzen. Ich pack das Kleid, die Hose wieder durchs Kleid.
Nein! Oh Mann. Wir brauchen Kürbisse. Ganz viele Kürbisse. Wir bringen ja relativ viel Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir vorhin? 100.000? Ich glaube, 100.000 haben wir vorhin rausgekriegt. Der Regen halt noch an. Ich will den noch mehr gießen. Ich weiß nicht, gießen finde ich tatsächlich das Schlimmste. Oh nein. Da fangen wir an. Wäre schön, wenn noch eine Erinnerung kommen würde. Und nebenbei. Nicht? Komm schon. Sechs schaffen wir jetzt noch. Okay. Nein. Oh, die letzte Pflanze. Das hier haben wir wenigstens fast komplett fertig. Und wehe, das gibt jetzt nicht gleich gut Geld. Okay, wow. Das ist noch nicht meine Erinnerung, das ist einfach nur Geld. War. Jetzt kommen die Kürbisse hier unten. Nein. Wieso zum... Wieso haust du die denn jetzt hier raus schon? Also manchmal ist das ein bisschen verpackt. Ja gut, dann sammle ich sie jetzt halt schon ein.
Wenn das wenigstens bedeuten würde, dass wir am Ende doppelt so viel kriegen. Aber hey, wenigstens hat das dies für das, da oben gereicht. Wenn ich das nicht gleich nochmal machen muss. Darklight Lumi, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei den Senfpfoten. Was zu einem halben Gartenstream mir gerade ausartet. Herzlich willkommen hier. Ich brauche Wasser. Ich finde es dezent seltsam, dass da einfach das ganze Zeug daraus füllt. Boah, ein Tuch. Warte. Im Wasser gerade einen dezenten Abgang gemacht hat? Ja, hat es. Aber hey, wenigstens ist es diesmal Wasser und kein sonstiges, klebriges Zeug. Oh. Kann nicht meine Flasche Wasser öffnen. Gut, so viel dazu. So, jetzt aber. Aber? Oh, und ich muss den Rest gießen. Hätte der Regen nicht wenigstens noch ein bisschen weitergehen können? Ein ganz kleines bisschen. Nein, 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 nein. Nein. Du lässt die Dinger da jetzt nicht aus. Also wir sind hier gerade am Kürbisse ernten und aussehen. Wir brauchen Geld. Ganz viel Geld. Hauptsächlich gerade einfach nur für die Erweiterung der einzelnen Sachen, die wir noch haben. Boah, mein Mauspad ist nass. Ich bin froh, dass es diesmal echt nur Wasser ist. Aber wer kennt nicht Gartenarbeit im Kleid? Und ich glaube, ich habe sogar Stöckelschuhe an. Ja, habe ich. Wir haben es drauf. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die anderen Freundesaufgaben dauern jetzt sogar relativ lange. Bei denen habe ich noch nicht so viel gemacht. Aber Maui könnte es vielleicht recht viel schon sein. Bei Gurtel und Christoph sowieso noch nicht. Die sind wir gerade erst am Leveln. Ebenso Ariel und Ursula. Ja, ja. Trailer, da mal du vor dich hin. Ist gut. So. Wir befreien dich jetzt auch aus deinem Zaun. Eigentlich ein echt guter Trick. Nur manchmal ist er tatsächlich ein bisschen buggy.
Wally, musst du dich da vorstellen? Eine Armee an Kürbissen. Wally! Danke. So, noch einer. Alter. Also. Hm. 664 bringt ein so Stapel. Gut. Na, wie geht's? Ich bin tatsächlich auch Dreamlight Valley-Spieler, habe alle Quests durch und warte quasi nur aufs Update. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ich brauche noch ein bisschen an Quests. Also wir haben jetzt... Remy haben wir durch mit den Quests. Merlin haben wir durch. Mickey, Goofy und Dagobert. Die fünf haben wir durch. Und ja, beim Rest brauchen wir noch ein bisschen. Ich bin gerade so ein bisschen am Geld machen und am Wald dekorieren tatsächlich. Also hier oben dekoriere ich gerade ein bisschen. Das heißt auch relativ viel am Stein abbauen. Auch ganz, ganz viel Stein. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das da alles dekoriert haben möchte. Kann es dir mal kurz zeigen. Ist jetzt doch nicht so viel. Mein Haus habe ich da jetzt auch oben hingebaut. Hier muss ich auch noch ein bisschen weitermachen. Also hier will ich das irgendwie noch ein bisschen mehr nach Stadt machen. Und ja, hier habe ich jetzt halt schon angefangen, so ein bisschen die Wege zu machen. Da so einen kleinen Platz. Das Gebäude da hinten kommt wahrscheinlich noch weg. Da hinten ist dann mein Domizil. Für wen ist das, was von mir jetzt hier so auf dem Plan steht? Ja, ach, dekorieren ist richtig toll. Ich habe nur noch nicht so viele Sachen. Irgendwie habe ich nie genug. Denk mir immer, ach Mist, da fehlt noch ein bisschen. Ich habe ja auch erst 109 von 973. Ja, Junge. Ja. Aber wie gesagt, so ein bisschen... Ich möchte sie halt so ein richtig Park-ähnlich machen. Dann mit ein bisschen Platz für vielleicht weitere Häuser, die noch kommen könnten. Und ja, aber hier halt so eine kleine Parkfläche. Das sieht echt schon mega gut aus. Dankeschön. Das habe ich halt offscreen so ein bisschen gemacht. Und diese Ecke hatten wir vorhin gemacht. Eventuell kommt hier auch noch eine ganze Ecke mit Spalier. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Und ja, für den Strand habe ich auch schon ein paar Ideen. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, wie ich das dann machen will. Aber ja, hier wird es dann wirklich so parkähnlich. Für die sonnige Ebene habe ich zum Beispiel gar keine Ideen. Das weiß ich echt schon nicht, was ich machen will. Genau wie für die Eislandschaft. Der Strand habe ich noch ein paar Ideen. Friedliche Wiese weiß ich auch noch nicht. Bisher ist es mein Gartenpunkt. Abgesehen von der Lichtung. Da wachsen meine ganzen Kürbisse. Ich hasse das, wenn du das tust. Ich hasse es. Oh. Und für das vergessene Land auch noch gar nicht. Aber da kann ich, glaube ich, noch nicht so viel machen. Der Alert ist gruselig. Aber ja, es wird. Es wird. Heute habe ich mir erstmal das Kleid hier gekauft. Bei Dagobert. Ich finde das Kleid so unglaublich schön. Es ist einfach so toll. Und jetzt hoffe ich eigentlich nur die ganze Zeit, dass Ursula bald mal wieder aufwacht. Aber Ursula will nicht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach dem Stream nochmal reingehen müssen, weil ich noch zwei Gerichte für sie habe, damit sie aufsteigt. Ursula mag mich nicht. Finde ich echt schön, ja. Oh, ich habe das vorhin bei Dagobert halt gesehen und ich dachte so, okay, das muss ich haben. Das sieht gut aus. Ich brauche es. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe vorhin auch 120.000 bei Dagobert gelassen.
Jetzt sind, glaube ich, gerade nur noch Sachen drin, die ich jetzt nicht so unbedingt haben möchte. Ich habe immer noch das falsche Pad mit mir rumlaufen. Ja, hier ist halt so meine kleine Gartenecke. Also die ich halt wirklich schön gemacht habe. So wirklich Garten. Weil ich halt auch den Blick so schön fand. Und ja, dann habe ich hier meine Blumenecke. Zwei Bänke kann man sich dann auch noch schön hinsetzen. Also ein bisschen was haben wir hier schon gemacht. Jetzt war ich halt ein bisschen im Kürbiswahn. Ich müsste eigentlich mir auch noch eine Ecke suchen, wo ich jetzt nochmal fix Raps anbaue. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe da noch keinen passenden Ort für. Ich will noch nicht alles zukleistern. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Hatte ich das hier hinten schon? Nee. Ja. Dann schleifen wir gleich wieder Mutter Gothel mit. Okay. Alle versorgt? Alle versorgt, sehr gut. Wo turnt Ariel gerade rum? Ariel ist da hinten. Hallo, Zuret. Platz für neue Ideen ist immer gut. Oh ja. Eigentlich hat man so viele Ideen hierfür. Ich bin auch so gespannt aufs neue... Oder aufs neue Update. Überhaupt, ob es ein Update ist. Oh, ich freue mich schon voll. Ich kann es gar nicht abwarten. Wo war Ariel? Da hinten war Ariel. Das wird toll. Zurück mit Plüsch oder ohne? Hallo. War klar. War klar. Bin ich mehr mal dran? Okay, ist ein bisschen fest, aber egal. Du meine Güte, Daria, es ist so schön, dich zu sehen. Und Wally, du bist auch da. Ja, er sammelt Dinge wie du. Du hast mit Gegenständen aus deiner Sammlung gehandelt. Oh, ich erinnere mich. Das war vor dem Vergessen. Wally ist ein wunderbarer Sammler. Ja, das ist so ein süßer, knuffiger... Ah, ich liebe Wally. Wir sollten wieder tauschen. Oh, ich kann ihm meine Duplikate geben. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Dingelhoppern. Und ich würde gerne ein paar Dinge finden, von denen ich gehört habe. Wie eine Bowlingkegel. Oder ein Spielzeugeisenbahn. Oder etwas namens Blühbirne. Wally, wenn du so etwas hast, würde ich gerne tauschen. Danke. Sprich mit Wally. Da ist Wally. Oh, diese Äuglein von Wally, ne? Ich weiß nicht, liebe Wally. Ariel ist auf der Suche nach einem Bowlingkegel, einer Spielzeugeisenbahn und ich glaube, sie meinte eine Glühbirne. Ist so etwas? Ist scheinbar. Wo glaubst du, können wir einen Bowlingkegel finden? Wally. Du benutzt deine Hände, um eine lange Nase und einen spitzen Hut zu machen. Oh, du glaubst, Goofy oder Merlin haben so etwas? Na gut, ich kann sie fragen. Und die Spielzeugeisenbahn? Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht haben Dagobert oder Mickey so etwas? Und eine Glühbirne? Du glaubst, du besitzt so etwas in deiner Sammlung? Das ist großartig. Und ja, das war's dann auch so. Yippie! Also wir mit zig Leuten reden. Kriegen wir hin und nebenbei... Und wo ein Steinchen. Die läuft da hinten lang. Nee, gerade keine Lust. Aber Wally könnte, glaube ich, mit. Warte mal. Ja. Lass uns abhängen. Dann kriege ich mehr Stein. Geh auch mit.
Nehmen wir auch mal mit. Also wie gesagt, für die Lichtung hier, also fürs Moor, habe ich noch gar keine Ideen. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Aber erstmal kommt der Wald oben dran. So, doch, ich kann da ja rüber. Ich kann auch das hier einmal wegmachen. Wally, du bist verdammt laut. Weißt du das eigentlich? Alter. Schreite mich jetzt mal halb zusammen. Du bist immer noch verdammt laut. Ich kann auch einmal weg. Also der stand hier schon voll aufgewertet. Okay. Die Stände brauche ich nämlich auch noch. Ich bin auch noch gespannt, wann das oder ob und wann das nächste Event kommt. Ich bin ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist. Ich habe zwar alles, aber irgendwie bin ich dennoch traurig. Ja, was gab's zu essen, Luna? So. Kaktus und Paprika. Sehr geil. Ich weiß, ich könnte ihn jetzt auch wieder einsperren. Aber ich finde, beim Steinabbauen ist das gar nicht mal so schlimm. Beim Ernten finde ich es schlimmer. Ich kann es nicht mehr sehen. Das vierte Mal diesen Monat. No. Na, aber so ging es mir früher bei meinen Eltern auch. Da haben wir entweder jeden Tag Spaghetti oder Matratze Paprika gegessen. Mit dem Unterschied, meine Mutter konnte nicht kochen. Das war echt nicht lecker, was sie da... Nein, Wally ist festgebackt. Armes Wally. Armes Wally. So kann man auch allein unterwegs sein. Er backt sie fest und wir rennen weiter. Kann ich ja leider auch nicht rausziehen. Na, da sind wir die... ich habe die 3000. Sehr nice. Ein harter Teufelsweib. Wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Wally! Okay, warte mal. Ich werde jetzt selbst erstmal noch ein wenig spielen. Euch einen schönen Abend noch. Danke dir auch. Viel Spaß beim Spielen. Und danke nochmal für dein Follow. Mega lieb von dir. Okay, ich lasse ihn erstmal weggehen. So, jetzt ist er da ein bisschen weit weg. Jetzt geht er da wieder hin! Okay, Wally ist verpackt. Dann lasse ich ihn ein bisschen umfahren. Ich komme auch ohne Wally klar. Ganz arg, bin ich zu weit. Oh. Ich will gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen dekorieren. Ich wechsle ja auch gleich oder bald das Spiel.
haben wir nämlich doch wieder mehr Quests gemacht als alles andere. Weil ich will noch so viel kriegen, dass ich... Das hier kann ich noch einmal wässern. Dass ich nochmal neue Steine mir herstellen kann. Da kann teilweise so gute Musik. Also ich habe Ark leider ja nie lange gespielt. Aber das, was ich gespielt habe, war richtig cool. Die Musik war auch echt gut. Das, woran ich mich erinnere. Müsste ich eigentlich auch mal spielen. Müsste eigentlich so viele spielen. Wie gesagt, ich hoffe, dass Donnerstag dann Life is Strange wieder funktioniert. Wie gesagt, ich werde dann morgen mal gucken, ob ich da irgendwelche eine Fehlerbehebung kriege. Mal schauen. Aber wenigstens haben wir durch Disney jetzt auch ein Ausweichspiel. Das ist schon mal ganz gut. Disney ist immer so der Nothaken. So, bist du jetzt weit genug weg? Ja, bist du. Nee. Okay, der hat sich tatsächlich so verbuggt, dass er da automatisch wieder hinrennt. Okay. Gut. Dann nicht. So, Pflasterung. Wow, 11. Wally mag die Ecke. Und Wally hat einfach keine Ahnung. Aber jetzt ist Wally wenigstens wieder da. Von selbst. Vielleicht durch den Werktisch. Ich weiß es nicht. Wally? Ich weiß halt nicht. Ich weiß auch noch nicht, welche Lampen wir da hinpacken. Ich möchte ja gern da oben auch Lampen haben. Ich weiß halt so noch nicht welche. Wahrscheinlich diese einfachen Standarddinger, die da aufstehen. Also die da. So, ich werde jetzt erstmal hier kurz ein bisschen weiter machen. Muss ich hier noch ein bisschen weiter gehen. Ah ne, das sind die falschen Steine. Doch, habe ich. Doch. Ich habe nur das Standard.
gibt dann ja auch noch die... Diese mittlere Version, ich weiß gar nicht, für 50 und dann gibt es ja noch die für 70. Ich habe die für 30. Weil für alles andere hatte ich kein Geld. Leider. Ich hätte auch gern die anderen, aber dann muss ich mir das halt erspielen. Erkaufen. In-game. Ich hatte es mir aber halt vorbestellt. Ich habe dazu noch dieses Krokodil da halt bekommen. Läufst du gerade nicht mit mir rum? Ich habe noch nie gesehen, dass da man damit Stein was bauen kann. Doch, es gibt halt hier so ein extra... Also, warte. Das hier ist ja die eigentliche Ansicht und dann kann man hier unten noch Bäume, Felsen, Wege, Einzäunungen... kann man alles hier noch hinmachen. Also so eine richtige kleine, ja, Gestaltung. Sieht man hier so ein bisschen. Da ist jetzt unser Haus. Und ja, hier bin ich jetzt so ein bisschen am Gestalten, Wege machen. Und das soll hier so eine kleine, ja, so eine kleine Oase werden. Kleiner Park. Ich wollte es ja nicht. Man muss es ja nicht machen. Es bleibt einem ja selbst überlassen. Ich habe halt nur, das ist mein Problem. Ich hatte halt Videos gesehen, wo manche halt so richtig krasse Gebiete da gemacht haben, mit richtig schönen Umgebungen. Und dann dachte ich mir nur so, scheiße, warum gucke ich mir das an? Jetzt will ich das auch machen. Also ganz, ganz böse. Ganz, ganz böse bei mir sowas. Und dann dachte ich, okay, dann gucke ich jetzt auch mal. Sieht ja cool aus. Vielleicht kriege ich auch irgendwas Cooles hin. Und ja. Das ist daraus geworden. Huch, das war der falsche Stein. Das ist auf jeden Fall Dankeschön. Ich bin halt nicht so profimäßig da unterwegs, was das angeht. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwas hinkriege. Und dass es halbwegs gut aussieht. Nein, das ist auch der falsche Stein. Huch. Na doch, geht. Das passt. Das ist mit der Glühbirne bei dir auch verpackt. Weiß ich noch nicht. Also ich habe die Quest gerade erst bekommen. Ich kann mal gucken. Die Glühbirne war ja, glaube ich, bei Wally, ne? Bei Wally drin. Also ich hatte zumindest bisher noch keine Quest-Bugs. Grafik-Bugs und sowas, die hatte ich. Aber bei Quest bisher noch gar nicht. Hier ist die Glühbirne. Ja, also ich kann sie nicht nehmen. Ich kann sie tatsächlich auch nicht nehmen. Ist bei mir dann wohl auch verbuggt. Das sei denn, man soll da irgendwas anderes mit anstellen. Ja gut, dann habe ich auch den Bug. Dann habe ich auch einen Bug. Nervös. Das Update muss schnell kommen, ja. Ah, das wird schon kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es nächste Woche vielleicht schon soweit ist. Vielleicht sogar diese Woche. Gucken. Ich weiß gar nicht. Welche Woche sind wir? Ja, ich könnte mir wie gesagt wirklich vorstellen, dass das halt nächste oder übernächste Woche. Also. Mal gucken. Und Ende Herbst? Das lässt sich jetzt ja spekulieren. Das andere. Funkelt da eigentlich? Da ist was ganz wild am Funkeln.
Okay. So, dann kann ich hier noch mal kurz abbauen. Oh, was ist denn für Stein? Stein, nicht Kohle. Ich muss auch noch schauen, dass ich Kieselsteine bekomme. Ich brauche ganz dringend Kieselsteine. Weißt du nicht mehr, wo man die herbekommt? Ich weiß die Orte, aber weiß nicht mehr wie. So. Ja, das passt. So. Jetzt will ich einmal gucken. Weil ich will hier auf meinem Grundstück nämlich dann eigentlich diese Steinwege haben. Nicht die normalen Steinwege, sondern diese anderen Steinwege. Spalier. Okay, die Lampen sind jetzt nicht so der Burner. Da kann ich mal eine von herstellen. Zwei Spaniere. So, eine Pflasterung. Also, ich meine diese hier. Natürlicher Steinpfad. Hier brauche ich Kiesel. Dunkles Holz. Okay. Dann will ich jetzt einmal kurz zu Dagobert gucken. So, in seinem Laden hat er jetzt nichts mehr, aber ich will in seinen Katalog einmal reingucken. Ob ich da vielleicht noch was für den Garten kaufen kann. Ist Ursula mittlerweile wach? Nee. Okay, dann muss ich nach dem Stream nochmal online gehen. Weil ich habe da jetzt extra für sie diese Sachen gekocht. Hallo. Will ich ihr jetzt da noch geben? Möbel. Ich gehe mal wieder so durch. Toaster. Naja, hier, die Sachen kann ich dann alle nochmal nachkaufen. Dekor. Ach, Spalier könnte ich halt auch kaufen. Es ist natürlich praktisch. Also alles, was ich mal hergestellt habe, kann ich kaufen. Dekorieren. Tische brauche ich für draußen ja eher weniger. Betten auch nicht, Geräte auch nicht, Elektronik auch nicht. Kunst auch nicht, Beleuchtung. Ja, 5 weiter davon. Okay. 4 Pflanzen. Hat aber Kleidung. Nein.
Okay, was hat er allgemein? Kurze Hosen. Okay. Ach ja, das schöne Kleid. Komisches Kostüm. Hier sind ein paar schöne Sachen bei. Freundlichen Dank. Wow, sieh nur all die Sterne. 5000. Ich wüsste halt nicht, wofür ich diese Sachen hier verwenden sollte. Aber ich müsste sie eigentlich mindestens einmal kaufen, um wow, so wenig zu haben, aber... Nee. Nee. So, ich weiß, wir haben schon 20 Uhr. Will aber noch ein bisschen gestalten. So. Geil wäre es, wenn da jetzt noch so ein... Na gut, ich hätte es mit diesen Bögen machen können. Aber... das einfach hier so. Okay. Blümchen. Yep. Wie viel habe ich dazwischen? So viel, glaube ich. Sind zwar andere Blumen, aber egal. So. So. Weg zur friedlichen Wiese. Wenn nicht dann der direkte Pfeiler dafür, aber kann man ja trotzdem dafür nutzen. So, hier kommt dann, glaube ich, mal kein Stein als Begrenzung. Oder funktioniert das trotzdem? Das will ich noch einmal kurz ausprobieren. Doch, funktioniert trotzdem. Das ist sehr gut.
Okay, da passt es dann mal nicht hin. Hab ich noch eine Laterne? Hab ich. Da noch eine hin. Da kommt noch eine hin. So, wird doch. Gucken wir uns das nochmal aus der Nähe an. So, hier haben wir dann so einen Weg. Hier kommen dann überall noch Pflanzen rein. Bäumchen. Hier, der Platz sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Ich wollte eigentlich nicht mit dir reden. Ich würde mich mal kurz hinsetzen. Wenn man dann hier so sitzt. Passt eigentlich perfekt. Glaube ich. Denke ich. Wally. Würfeln ist bestimmt heiß. Oh ja. Guck mal. Mein Garten. Wäre genau voll dein Ding. Ganz schön. Wirklich geil. Wann machst du einen Untergarten? Hä? Nein, weil es nur so einfach gehört ist. 466. Ich glaube, dafür 186.000, glaube ich, bekommen. Okay. No. Habe ich nicht ein schönes Dorf? Ja. Ist die kleine Sau da? Die da? Elsa. Ah. Mochte Anna. Hallo, du. Die ist auch irgendwo. Das hat Spaß gemacht. Da, im Restaurant. Bei Remy im Restaurant. Oh ja, boah, das kann man ja nicht anfassen. Geil, das riecht doch geil. Und wie hat deins geschmeckt? Gut. Echt? Im Restaurant einfach. Guck mal, da ist einer. Ach hier, guck mal, Merlin. Ja. Sein Bart irgendwie durch den Fisch. Der saß vorhin so im Boden, so dass die Füße so halb nach oben geguckt haben. Schmeckt? Schmeckt gut? Danke, mein Schatz. Voll geil. Selbstgetan. Könnte heiß sein. Geht sogar. Das weint schon runter. Aber warm ist es hier wirklich drin. Ey, vorhin war es so kalt, das Ding wollte nicht warm werden. Ist das lecker. Eins. Und als Nachtisch? Ja, das habe ich mir vorhin einmal hier komplett drüber gekippt. Beim Aufmachen. Ich habe aus Versehen, weil ich blöde Lust hatte, gedacht, ne, was, Wasserflasche, Glas, war aber Plastik, dann, hui! Da muss man sich auch so wieder ein bisschen Platz von Angst haben. Ja, weil vorhin hatte ich erst noch dieses Fruchtzeug da, war Glas, und ja. Das Nachtisch gibt Kuchen. Echt? Ich hoffe. Vielleicht. Vielleicht, ich gehe jetzt erstmal ins Bettchen. Echt? Ja. Weil ich dir noch gleich nochmal gute Nacht sagen? Ja. Okay, ich wechsle. Aber lass dir Zeit. Okay, ich wechsle nämlich gleich das Spiel. Ja. Ach, deine Nase. Nein!
Nein! Was soll ich ohne Nasen machen? Gib mir meine Nase wieder, du Lump! Toi, jetzt ist es so schief. Danke, mein Schatz. Jo. Hau rein, Land, falls wir uns wieder sehen. Mach ich. Du bist doof. Pizzabrötchen. So, aber ich werde jetzt tatsächlich das Spiel wechseln. Ich habe aber auch viel Krams hier drin. Unglaublich. So, aber, wie gesagt, ich wechsle einmal kurz das Spiel. Hol mir hier noch mein Dreamlight ab. Werkbank. Beet mit roten, blauen und grünen Blumen. Mhm. Müsste eigentlich so viele Sachen noch herstellen.